Herzlich willkommen zurück zu Stalker Call of Pripyat. Und wir befinden uns hier auf der Skarovsk und schauen wir mal in unserem PDA, was denn unsere nächste Aufgabe ist. Wir haben ja letztes Mal eine Mission angenommen. Ich schau mal hier, Missionsprotokoll, der Überfall. Bis zum vereinbarten Zeitpunkt warten. Warten Sie auf das Treffen mit den Räubern. Sie wollen das Stalker-Lager nach Mitternacht überfallen, während es dunkel ist. Der vereinbarte Treffpunkt ist die Shevchenko. Ja, und das tun wir dann auch als nächstes. Gut, der vereinbarte Treffpunkt ist so Mitternacht. Und ja, wir haben es 11.45 Uhr. Ja, das dauert ja noch ein bisschen. Na gut, dann schauen wir mal raus. Ein bisschen hier, da ist die Taste. Und schauen wir mal, was es hier so Neues gibt, um mal wieder ein paar Kollegen hier zum Ausnehmen haben. Ich könnte ja mal zur Tankstelle schauen. Das wäre jetzt eigentlich keine blöde Idee. Ich habe mir ja schön geschrieben, wie man da auf das Dach hinaufkommt. Und da wird geballert, da wird geballert. Oh. Du Schweindall. Du komisches Viech. Auch mal weg hier. Und da liegen schon wieder zwei schöne Leichen. Hallo. Ich nehme euch mal kurz aus. So, zwei Granaten. Den Wodka nehme ich auch mal schön mit. Das Zeug brauchen wir nicht. Und was hat denn der Schönes dabei? Medikit nehme ich natürlich gerne mit. Wieder nochmal zwei Granaten. Ein Verbandsbäckchen. Die Munition, die kann ich brauchen. So. Haben die noch irgendwelche Waffen hier rumliegen? Ja, der hat was und der hat nichts mehr. So. Dann die mal schnell. Ja. Nichts dabei. Gut, egal. So. Ja, und jetzt kann ich hier schön. Nein. Wechseln natürlich. 197 Schuss und ja. 80 Schuss geht. Gut, dann schauen wir mal schnell zur Tankstelle. Wo ist denn die Tankstelle überhaupt? Tja, wo waren die? Die Tankstelle, die Tanke war. Da irgendwo. Nee, da unten. Da ist sie. Die Tankstelle. Gut, das heißt einfach hier in diese Richtung. Ziemlich genau. Einmal geradeweg über den Sumpf. Sie sind zu. Wie schwer sind wir denn? Ach, ich hab die. Ich hab die Waffen aufgenommen. Das wollte ich natürlich nicht. So. Ich will ja nur die Munition haben. Lala, dann mal hier runter. Und dann versuchen wir mal auf das Dach der Tankstelle hinaufzukommen. Oh, und jetzt stockt es schon wieder ein bisschen. Ja, was denn los hier? Standbild brauche ich keins. Ich hab's lieber, wenn das Spiel flüssig läuft. So. Und dann einfach mal hier querfeldein schön hüpf. Und jetzt müssten wir eigentlich eh schon in der Nähe sein. Müsste direkt irgendwo da oben. Geradeaus, da müsste es eigentlich schon sein. Und ich habe auch schon wieder zwei Kontakte auf der Minimap. Ja, sind zwei Stalker, gut. Die lasse ich mal Stalker sein und die sind Banditen. Und die Tankstelle, die müsste jetzt gleich da oben sein. Da oben. Oh, einmal rauf hier. Und hallo Tankstelle. So.
kann ich die wieder einpacken hier. Gut. Also von diesem Teil aus darüber springen. Probieren wir das mal. Hier ist böse Strahlung, hier ist böse Strahlung. Ich probiere es nochmal. Na, rauf, rauf, rauf. Ah, ja, nicht wieder runter. Oh, jetzt gewittert's auch noch. Weiß ja. Alles nass und kalt. Ach, ganz knapp. Kann ich vielleicht auch von dem Dach aus? Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Ich probier das mal. Oh, jetzt gewittert's hier. Das ist ja. Ah. Das funktioniert. Jawohl. Oh, und hier treiben sich jetzt auch schon wieder garstige Viecher rum. Und hier haben wir schon eine Wodka. Da muss aber noch mehr liegen. Da muss noch mehr hier sein. Hallo. Da war noch mal mehr. Ja, wo ist denn das Zeug? Ach, da oben. Ha! Da ist es. Sunrise-Schutzanzug. Ja, gib her. Versteck gefunden. Jawohl. Der Sunrise-Schutzanzug. Ja, ist der gleiche, den wir eigentlich schon haben. Aber im perfekten Zustand. Und deswegen können wir den auch dann wieder schön verkaufen. Ah, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Das gefällt mir. Gut, ich schmeiß mir mal kurz einen Wodka rein. Gegen die böse, böse Strahlung. Nein. Die PDE wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte jetzt da unten die Viecherlies erledigen. Wo sind sie denn? Da. Ach du. Wie viel sind denn das? So, hier mal eine Granate. Oh, und ein Schweinchen kommt auch noch dazu. Ah, noch eine Granate schenke ich euch. Könnt ihr gern behalten. Ach, ich hau hier wieder ab. Hier wird's mir zu ungemütlich. So, ich schleiche mich hier wieder raus. Oh, sind wir da. Du! Was willst du denn? So, ich habe da vorne noch ein paar Banditen gesehen. Vielleicht nehmen die mir ja was ab hier. Ihr Banditen, wer ist der Anführer von euch? Der nicht, müsste der sein. Handeln. So, hättest du gern irgendwas? Hätte gern einen Wodka, eventuell einen Stalker-Drink? Nee, das passt schon. Der hat eigentlich nichts Interessantes. Mann. Hier rumpelt's aber gewaltig. Ja, dann wieder. Langsam schon zurück zur Skadowsk. Ja, noch die Zeit rumbringen. Ja, ich will jetzt auch nicht schlafen gehen bis zum Überfall. Problem wäre es eigentlich keines, aber naja. Obwohl, wir könnten ja mal reinschauen in die Skadowsk. Da sind ja eh die Stalker drinnen. Und da ich ja sowieso den Stalkern helfen will und nicht den Banditen, einfach die Stalker zu Beard gehören und ja, die Banditen zu Sultan. Der ist mir irgendwie suspekt, der Typ. Und zum Kommentar, Nachtsichtgerät. Nachtsichtgerät kann ich mir in eine Kopfbedeckung einbauen lassen. Also das gibt's nicht standardmäßig. Das gibt's, wenn ich es mir von Kasan einbauen lasse. Dann habe ich Nachtsichtgerät. So, wer ist denn euer Anführer? Der ist ein Stockwerk höher. Wenn ich das richtig sehe.
Müsste der irgendwo... Könntest du sein. So, eine Gruppe von Stalkern hat vor, euch zu überfallen. Seid auf der Hut. Miese Ratten. Aber gut, dann werden wir sie gebührend empfangen. Pass auf, du musst uns gegen diese Typen helfen. Wir werden dich dafür auch belohnen. Ich helfe dir. Gut, wir arrangieren wie vereinbart das Treffen und du brichst auf, wenn sie kommen. Greifen wir sie von allen Seiten an. Denk daran, Abstand zu halten, damit du nicht von deinen eigenen Leuten erwischt wirst. Okay. Neue Mission, der Überfall. Auf den richtigen Moment warten. Bis dann. So, wir haben also unsere Stalker-Freunde vorgewarnt. Vielleicht können wir ja dann noch einige Hilfe von ihnen erwarten. Ach, was ich aber noch im Vorhinein tun muss, dann muss ich doch nochmal zu Skalowsk zurück. Ich will natürlich dann so viele Typen von denen wie möglich ausnehmen. Das sind Hundis. Böse kleine Hundis. Hundimann. Na gut. Soll er mal verschwinden. Da ich ja so viel... ...wie möglich von denen ausnehmen will... Das wäre schön, wenn ich jetzt mal ausreden könnte. Deswegen will ich vorher noch möglichst viel Zeug ablegen. Ah, du Hundi, Hundi, Hundi! Böses Hundi. Ah! Macht mich nicht fertig hier. So. Da stecke ich mal meine Waffe wieder ein. Und deswegen gehe ich jetzt auch ein bisschen Zeug ablegen. So wie die MP5, die Schallgedämpfte. Die lege ich mal kurz ab. Die brauche ich nicht unbedingt, obwohl wir könnten die eigentlich nehmen. Die wäre nämlich leichter. Das hätte doch schon vielleicht den einen oder anderen Vorteil. Ist vielleicht gar keine blöde Idee. Ein bisschen Munition haben wir ja dafür. Die AK schaut eh schon ein bisschen angekratzt aus. So, die Weste könnten wir verkaufen. Granaten haben wir noch 3 Stück dabei, das reicht. Ein bisschen Munition wäre nicht schlecht. So, den Wodka lasse ich mal hier, den Stalker-Drink lasse ich mal hier. Alles, was ich jetzt nicht unbedingt brauche, lasse ich mal hier. So, die Weste verkaufe ich und... Und? Hast du irgendwelche Neuigkeiten? Ja, ich habe eine Weste für dich, so. Die gibt 2000 Rubel. Habe ich auch die richtige, nicht damit ich wieder die falschen Sachen verkaufe. So, gut, dann brauche ich noch ein bisschen Munition. Hier haben wir schön. Was ist denn das? 9x19 JHP-Patronen. Teilmantel Hohlspitz. Die Polizeikräften allerdings nicht besonders effektiv gegen Körperpanzerung. Na gut, dann nehme ich von denen nochmal ein bisschen was mit. Das könnte gar nicht schaden. Nehme ich mal 100 Schuss mit. So, Dankeschön. Bis dann. So. Mach die Tür von außen zu. Ja, mache ich doch. So, gut. Und dann würde ich sagen, begeben wir uns dann nächste Folge schon langsam auf den Weg zur Shevchenko, ach was weiß ich. Und sehen uns dann wieder. Also, bis denne.